Danke, Jesus, dass wir dich loben dürfen, dass wir dich preisen dürfen und dass wir einen Grund dafür haben, Herr. Danke, Vater, danke, Heiliger Geist, danke, dass du Gott so gut bist. Danke, Vater, dass du Interesse an uns hast, dass du dich aufgemacht hast, uns immer mehr zu suchen, dass du uns eingeladen hast, dass du ein Gott der Liebe bist. Und Vater, wir sind hier, weil wir sagen, wir wollen mehr von dir kennenlernen. Wir wollen mit dir gehen und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, Dinge zu verstehen, dass du unser Herz öffnest. Und dass das, was von hier kommt, mehr ist als Information für unseren Kopf, sondern eine Einladung ist für unser Herz. Ich bitte dich darum, dass du uns abholst. Ich bitte dich darum, Herr, dass du deine Engel auch schickst und dass du uns wirklich beschützt, dass das, was von dir kommt, dass das, was du uns geben willst, dass es uns keiner klauen kann, dass es unser Leben fällt und dass es Frucht bringt. Herr, so freue ich mich jetzt, Herr, über das, was du tun wirst. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Jo, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ich hier wieder predigen darf. War schon ein Stück her, habe ich gerade gedacht. Schön, wieder hier zu stehen. Gott hat mir aufs Herz gelegt, mich mit dem Thema Gebet zu beschäftigen. Sogar noch mehr. Ich glaube, dass bevor ich den nächsten Schritt in meinem Leben gehen kann, es Gott total wichtig ist, dass sich mein Gebetsleben verändert. Und ich glaube, das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für diese Gemeinde. Ich glaube, dass Gott gerade viel tut in dieser Gemeinde, dass er uns viel Neues schenkt, dass er uns Neues zeigt, dass wir neue Dinge erleben dürfen. Ich denke an letzte Woche Sonntag zum Beispiel im Gebetsteam, wo hier Dinge passiert sind, die wir vorher noch nicht so hatten, an Befreiung, auch an Auseinandersetzung mit geistlichen Mächten. Und ich merke, dass es wichtig ist, dass wir ja fest sind in Gott und fest sind im Gebet. Und ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen auf die Reise, mit wo ich gerade mit Gott unterwegs bin, möchte euch daran teilhaben lassen und wünsche mir, dass ihr ganz viel mitnehmt. Aber weiß auch gleichzeitig, dass mein Dienst, den ich tun kann, ist, ein Feuer anzuzünden, Leidenschaft zu wecken, Sehnsucht zu wecken für Gebet. Aber letztendlich ist das nur der erste Teil. Der zweite Teil ist, dass ich eine Entscheidung treffe und dass wir eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, wenn es um Gebet geht, ist es eine ganz wichtige Sache. Es reicht da, glaube ich, nicht, sich nur vorzunehmen, dich so umkämpft, dieses Gebet, dass es wichtig ist, und das merke ich immer wieder, dass wir eine Entscheidung treffen. Und das möchte ich euch schon am Anfang meiner Predigtreihe sagen. Wenn es um Gebet geht, geht es um Entscheidungen. Und ich wünsche mir total von Gott, dass ihr neue Leidenschaft bekommt fürs Gebet, aber auch, dass ihr den Mut bekommt, Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen, euch ganz neu auf diese Sachen einzulassen. Mich begleitet ein Buch im Moment, das möchte ich euch auch vorstellen, das heißt Im Gebet wachsen. Das ist ein Buch, das hat Mike Bickle geschrieben. Das ist der Gründer von dem Internationalen Gebetshaus in Kansas City. Wer Misty Edwards kennt oder das Lied You Won't Relent, das haben wir hier schon gespielt, das ist in diesem Gebetshaus entstanden. Ich finde es total klasse, wenn jemand ein Buch schreibt, der ein Gebetshaus gegründet hat und der eigentlich 24 Stunden am Tag sich mit Gebet umgibt und der schon viele Jahre von Gott trainiert wird. Das ist mir immer wichtig, auch zu gucken, wer schreibt denn so ein Buch und hat der da wirklich was zu sagen, hat der wirklich was erlebt. Das ist jemand, der hat was erlebt und mir hilft dieses Buch. Und wenn ihr sagt, boah, das ist gerade voll mein Ding, Gebet, meine Empfehlung, ja, schaut mal, ob ihr dieses Buch vielleicht kriegt, Im Gebet wachsen. Die erste Sache, jetzt brauche ich eine Präsentation auch. Genau, die Folie, zurück, die Folie ist gut, genau. Eine erste Sache, die mir wichtig ist, wenn es um Gebet geht, ist, dass jeder Christ dazu berufen ist, zu beten. Nicht jeder ist vielleicht dazu berufen, sich auf die Bühne zu stellen und zu predigen oder in die Gemeindeleitung zu gehen oder Lobpreis zu leiten. Aber jeder Christ ist dazu berufen, zu beten. Ausnahmslos.
Ja, es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, aber ich nicht. Ja, ich habe die Gabe nicht, das machen die anderen, das machen die Älteren der Gemeinde, die beten schon für mich. Das ist total unbiblisch. Jeder Christ ausnahmslos hat die Berufung zu beten, weil Gebet ein Grundpfeiler ist in der Nachfolge mit Jesus. Ein Grundpfeiler. Und es gibt ein schönes Zitat von diesem Mike Bickle, das möchte ich euch mal vorlesen. Das heißt, Beter zu sein ist die wichtigste Berufung auf dem Leben eines Menschen. Es ist eine höhere Berufung als die Ehepartner, Vater oder Mutter, Pastor oder Prediger zu sein. Oder im Berufsleben eine leitende Position zu bekleiden. Wir werden alle bessere Ehepartner, Eltern und Vorgesetzte sein, wenn wir uns Zeit nehmen, im Gebet zu wachsen. Das finde ich ein total schönes Zitat. Ich möchte euch jetzt mal noch ein paar Bibelstellen zeigen. Die nächste Bibelstelle, Römer 12, 12, steht: Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Wow. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht. Und hört niemals auf zu beten. Ich liebe diesen Vers. Ja, freut euch auf das, was Gott noch für euch hat. Das ist eine Zusage für euch. Freut euch, ja. Gott hat noch Sachen für euch und darauf dürft ihr euch freuen. Wenn es gerade schwierig ist, habt Geduld. Aber egal wie die Zeiten auch sind, ob es gerade schwierig ist, ob euch Gott gerade beschenkt hat, hört niemals auf zu beten. Und das gilt für jeden von uns, ja. Hör niemals auf zu beten. Der nächste Vers, 1. Timotheus 2,1, da steht: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Hier geht es um die Dimension vom Gebet. Die erste Sache, die uns die Bibel sagt, ist: Hört niemals auf zu beten. Es sollte keine Zeit in deinem Leben geben, wo du nicht betest. Die zweite Dimension ist: Gebet ist noch mehr als wie nur für dich. Und für deine Familie, für deine Gemeinde. Die Dimension des Gebets, das Gott sieht, ist Gebet, das über deine Grenzen hinausgeht, das sogar für alle Menschen gedacht ist, für jeden, den du begegnest, wenn es dir Gott aufs Herz legt. Und in dritter Stelle, Epheser 6,18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Hier kommt noch eine zeitliche Dimension dazu, zu jeder Zeit. Wenn man so liest, was Paulus schreibt, dann schreibt er ganz oft: Ich bete Tag und Nacht. Also, erste Dimension, Bibel sagt, hör niemals auf. Zweitens, Gebet geht über unsere Grenzen weit hinaus. Und drittens, Gebet ist nicht zeitlich begrenzt, jederzeit. Okay. Ich glaube, viele von euch haben diese Verse schon mal gelesen oder gehört. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch schon an dem Punkt waren und gesagt haben: Ja, ich will ein guter Beter sein, ich will mir noch mehr Zeit fürs Gebet nehmen. Wenn es euch so geht wie mir, dann habt ihr schon sehr viele Ansätze hinter euch. Und die erste Woche war es gut, die zweite ging so, in der dritten habt ihr ganz vergessen, was ihr überhaupt wolltet. Nee, also so geht es mir häufig. Und die Frage ist ja, wenn es Gott so wichtig ist, dass wir beten, wie kommen wir denn dahin, dass wir nicht ständig solche Ansätze machen und nach einer Woche oder zwei Wochen die Puste raus ist und wir wieder von vorn anfangen? Das finde ich eine wichtige Frage. Also im Studium zum Beispiel auf der Bibelschule, da war mir das irgendwann mal so wichtig, dass ich mir ein Tattoo stechen lassen habe, ja, mit der Aufforderung Pray, also bete, hält ungefähr einen Monat. Also es ist nicht die Empfehlung für euch, das hilft nicht auf Dauer, das wollte ich euch damit sagen. Ja? Also es braucht mehr als eine Tätowierung auf dem Arm, um wirklich zu einem Beter zu werden, der beständig betet und der dran bleibt. Und die Frage ist also, was hilft uns als Gemeinde, dass wir aufbrechen und dass wir zu Betern werden, die dranbleiben, die tiefer gehen und die nicht immer Höhen haben und wieder total abstürzen, wir von vorn anfangen müssen. Und eine erste Sache, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wir uns die Frage nochmal stellen: Wozu sollen wir eigentlich beten? Warum ist Gott Gebet so wichtig? Und es gibt da drei Punkte, die ich euch heute mitgeben möchte. Und es ist sozusagen die Grundlage für das,
wo wir später noch drauf aufbauen werden, wenn es um Gebet geht. Und diese drei Punkte möchte ich euch mal vorstellen. Nächste Folie. Der erste Punkt, wenn es um Gebet geht und wozu wir beten sollen, ist, weil Gott mit uns Gemeinschaft möchte. Ich werde es gleich noch erklären. Der zweite Punkt ist, wir sollen beten, weil Gott seinen Segen freisetzen möchte, wenn wir beten. Und der dritte Punkt ist, wenn wir beten, bauen wir in Partnerschaft mit Gott sein Reich. Und ich glaube, diese drei Punkte sind Grundlage dessen, wozu wir beten sollen. Ich erkläre jetzt mal Schritt für Schritt. Fange ich mal mit dem ersten Punkt an. Ich mache mal einen kleinen Bogen, aber ihr werdet sehen, ich komme gleich wieder zurück. In der Bibel gibt es den Begriff eben nicht, der da lautet Dreieinigkeit Gottes. Das ist ein theologischer Begriff, der irgendwann mal eingeführt worden ist, um auszudrücken, dass Gott im Prinzip drei Personen ist und doch eins. Und um das in einem Wort zu fassen, hat man irgendwann mal in der Kirchengeschichte, in der Theologie, das Wort Dreieinigkeit eingeführt. Benny Hinn bringt ein schönes Bild für Dreieinigkeit. Und er sagt, wenn man Dreieinigkeit, ein Bild dafür gebrauchen will, könnte man zum Beispiel die Sonne nehmen. Wenn man sich die Sonne anschaut, sagt Benny Hinn, ist die Sonne an sich, die ganze Sonne, das ist der Vater. Dann bringt die Sonne ja auch uns Licht entgegen. Und das Licht, was wir sehen, das ist Jesus. Und wenn uns das Licht erreicht, dann wird es auch irgendwie warm. Und das ist der Heilige Geist. Ich bringe es mal an einem anderen Bild, in einem biblischen Bild. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wenn wir in das Licht der Sonne schauen, sehen wir auch gleichzeitig die Sonne. An einer anderen Stelle wird über den Heiligen Geist berichtet, da steht, es ist, glaube ich, Korinther, der Geist ist der Herr. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn ich also die Wärme spüre und dahin gucke, wo die Wärme kommt, ach, sehe ich das Licht. Und wenn ich das Licht sehe, sehe ich auch die Sonne. Ist also ein schönes Bild für die Dreieinigkeit. Und ich bringe es mal auf einer anderen Ebene und erkläre euch mal, wie das Ganze in der Zusammenarbeit funktioniert. Jesus sagt zum Beispiel, niemand kommt zum Vater außer durch mich. An der Anstelle heißt es, dass niemand zu Jesus kommen kann, wenn nicht der Heilige Geist ihn dahin zieht. Und am Ende heißt es, dass Jesus keinen bekommen kann, den nicht der Vater ausgesucht hat. Ja, also das ist das biblische Bild für Dreieinigkeit. Es hängt alles zusammen und es arbeitet ineinander. Und das Schöne ist, die Dreieinigkeit, so wie Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen sind, ist der Ursprung, die Quelle jeder Einheit. Es ist die Essenz eigentlich von Einigkeit. Und jede Einheit in dieser Welt, und wenn es ein Vorbild geben soll, hat ihren Ursprung und ihr Vorbild, ihr Bild darin gefunden, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen sind und zusammenarbeiten. Und es gibt noch eine zweite Tatsache, und gleich wird ihr merken, wo ich hin will. Eine Sache, die noch die Dreieinigkeit ausmacht, ist, ich glaube, es steht in Johannes, ich muss gerade mal nachschauen, genau, 1. Johannes 4, Vers 16, da steht dieser Satz, Gott ist Liebe. Den hören wir so oft, aber ich liebe ihn so sehr, weil da steht nicht, Gott liebt. Da steht, Gott ist Liebe. Und wenn etwas Liebe ist, ist das mehr als eine Entscheidung zu treffen, zu lieben. Weil Gott muss nicht die Entscheidung treffen zu lieben, weil er Liebe ist. Gott kann nicht ein bisschen mehr lieben oder ein bisschen weniger lieben. Gott ist Liebe. Er hat nicht mal mehr Liebe für dich oder mal weniger Liebe für dich. Gott ist das Paket der Liebe. Gott ist Quelle, Ursprung der Liebe. Gott ist Liebe. Das ist der Hammer, Freunde. Ja, Gott ist Liebe. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, denke ich so, wow, das ist genial. Ja, Gott ist Liebe. Und früher habe ich eine Sache gelernt und mittlerweile nehme ich dazu etwas Abstand. Sorry für euch, aber jede Erkenntnis ist Bruchwerk und ich muss es auch immer wieder merken. Ich habe mal gesagt, dass es zwei Sachen gab oder gibt, die sich Gott selber nicht geben kann. Und das ist Liebe und Anbetung. Mittlerweile, je mehr ich mich damit beschäftige, merke ich, nee, davon nehme ich Abstand. Weil wisst ihr, was ich glaube?
Ich glaube, dass die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in sich alles haben und alles sind und sie nichts brauchen würden. Gar nichts. Gar nichts. Ja? Sie sind Liebe in Vollendung. In sich schätzen sie sich wert. Sie bräuchten gar nichts. Aber jetzt kommt der interessante Punkt und ich glaube, der ist ganz wichtig. Aber ich glaube, an einem Punkt hat sich Vater, Sohn und Heiliger Geist entschlossen, von dieser Liebe und von dieser Einheit weiterzugeben. Und das war der Grund, warum sie Engel, Menschen, Natur geschaffen haben. Nur aus einer Sache, weil sie gesagt haben, wir wollen von dieser Liebe weitergeben. Wir wollen an dieser Gemeinschaft, die wir haben, jemand dran teilhaben lassen. Das ist der Grund, warum es uns gibt. Das ist der Grund, warum es die Schöpfung gibt. Das ist der Grund, warum es Engel gibt, weil sich diese drei entschieden haben, von dem, was sie ausmacht, weiterzugeben. Weil sie sich entschieden haben, in dieser völligen, intakten, vollkommenen Familie jemand reinzulassen. Sich zu öffnen und zu sagen, du darfst teilhaben an dieser Gemeinschaft der vollkommenen Liebe. Du darfst teilhaben an der Gemeinschaft der vollkommenen Einheit. Und vielleicht merkt ihr es, jetzt sind wir nämlich genau wieder den Bogen rumgekommen. Wenn wir beten, ist es zuallererst eine Einladung in diese Gemeinschaft. In die Gemeinschaft der vollkommenen göttlichen Liebe. In die Gemeinschaft der absoluten Einheit. Ich möchte euch mal ein paar Bibelverse zeigen. Könnt ihr mal weitermachen? 1. Johannes 1, Vers 3 steht, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Macht mal eine Stelle weiter. Es kommt die Hammerstelle schlechthin. Johannes 15, 9 steht, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Sagt Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, genauso habe ich euch geliebt. Nächste Stelle, Johannes 17, da steht, ich in ihnen und du in mir, sie sollen zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Also was sagen die Bibelstellen aus? Nummer 1, Gott hat sich entschlossen, dass wir teilhaben dürfen an dieser Gemeinschaft. Nummer 2, Jesus sagt, er liebt uns mit der gleichen Liebe, wie ihn Gott liebt. Um welche Liebe geht es her? Gott sagt, er ist Liebe. Um die göttliche, vollkommene Liebe, die nicht stückchenweise gegeben wird, die entweder ganz oder gar nicht gegeben wird und Gott sagt, ich gebe sie ganz. Also hier wird gesagt, Jesus liebt uns mit der göttlichen Liebe und der Vater auch. Und ihr wisst ihr, Leute, ich glaube, darum geht's. Darum geht alles. Deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen. Deshalb verkündigen wir das Evangelium. Darum sind wir da. Es geht darum, dass Gott sagt, er möchte uns mit dieser Liebe lieben. Mit dieser Liebe, den er den Sohn liebt, den Heiligen Geist liebt, wo der Sohn den Vater liebt und den Heiligen Geist liebt. Diese Verbundenheit, diese Liebe, diese Gemeinschaft ist geöffnet worden. Und wir dürfen Teil der Familie sein. Wir dürfen Teil werden dieser Liebe. Wir dürfen uns lieben lassen. Es gibt ich finde, es ist ein großes Geheimnis für uns als Gemeinde. Ich glaube, dass Gott in uns eine Sehnsucht hineingelegt hat, eine Sehnsucht nach Schönheit, nach echter Schönheit. Eine Sehnsucht schlimmert in uns nach echter Faszination. Und ich glaube, heutzutage wird es total missbraucht durch der kompletten Werbeindustrie. Ja? Sie missbrauchen unsere Sehnsucht nach Schönheit, nach Faszination und wir sind dabei, uns alles Mögliche zu kaufen und merken am Ende, oh, ich habe immer noch Hunger und Durst. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass dieser Punkt im Gebet, da wo uns Gott einlädt in die Gemeinschaft, der Punkt ist, wo diese Sehnsucht gestillt wird. Nach wahrer Schönheit und nach echter Faszination. Ich glaube, davon singen wir die ganze Zeit, ja? Ich glaube, es gibt nichts, was schöner ist als die Liebe Gottes. Es gibt nichts, was schöner ist als die Freundlichkeit, als die Güte Gottes. Und es gibt nichts Faszinierendes, als die Einheit und Gemeinschaft zu erleben, die Gott uns anbietet. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum David geschrieben hat, boah, ein Tag in Gottes Gegenwart ist mir lieber als 1000 woanders. Denn da sehe ich die Schönheit und da wäre ich fasziniert. Und mein ganzes Königreich und nichts, was ich habe, kommt dem gleich.
Und Leute, wisst ihr, ich glaube, wir treffen so viele Leute in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeit, in unserer Schule, die eigentlich total viel Hunger haben und die Schönheit wollen, die fasziniert sind. Und ich sage, ja, das ist was Tolles, Gott hat uns geschenkt. Aber sie werden sie nie bekommen, wenn sie nicht Gott kennenlernen, wenn sie nicht diese Gemeinschaft kennenlernen. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, zuallererst zu verstehen, dass wir uns dieser Gemeinschaft aussetzen, dass wir uns dieser Liebe aussetzen, dass wir davon gefüllt werden, dass wir fasziniert sind von Gott, um den Leuten zu zeigen, es gibt eine Ruhe, die wir finden in Gott. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es Menschen gibt, die viel weniger haben wie wir, die eigentlich gar nichts haben an Reichtum, an gesellschaftlichen Stand, an guter Arbeitsstelle und die trotzdem freudig sind, weil sie an dem Ort gehen, wo wahre Schönheit ist und wo wahre Faszination ist. Und das steht über allem, über jegliche Arbeitsstelle, über jede Position im Job, über kulturelle Dinge. Es ist völlig egal. Es ist für jeden zu haben, an jedem Teil der Welt. Und ich glaube, Freunde, das ist ein Geheimnis der Gemeinde. Und wir dürfen es weitergeben. Wir dürfen Menschen dazu einladen, denn es ist Wahrheit. Und wir dürfen es, und es ist noch genauso wichtig, wir dürfen es leben. Wir dürfen es leben. Das ist die erste Ebene des Gebets, dass Gott sagt, ihr seid eingeladen in die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gehen wir zur zweiten Ebene. Ah, noch nichts, machen wir zurück. Zeig mir noch nicht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen mal wieder. Stellt euch vor, da ist ein junger Mann und der wird adoptiert von einem sehr wohlhabenden Grafen, keine Ahnung. Und der sagt, hey, du, weil ich dich adoptiert habe, hast du Anteil an meinem kompletten Erbe. Alles, was ich habe, darfst du haben, darfst du bekommen, es gehört dir. Aber es gibt eine Bedingung. Wenn du gerade was brauchst, dann komm bei mir vorbei, red mit mir und ich gebe dir es. Das Ding ist, dass dieser Adoptivsohn in einem ganz anderen Land wohnt. Und jetzt könnt ihr denken, boah, was ist das denn für ein alter Kauz? Er hat mir gesagt, ich bekomme alles von ihm, aber jetzt, wenn ich es brauche, muss ich erst immer zu ihm fahren und zu ihm fliegen, muss es ihm erst sagen, bevor er es mir gibt. Ist doch total umständlich. So könnte er denken. Oder könnte er eine Sache verstanden haben und merkt, oh krass, dieser Vater, der hat mich so lieb. Der hat so eine Sehnsucht nach mir, dass er mich sehen möchte, dass er von mir hören möchte. Und deshalb verbindet er seine Segnungen mit meinem Besuch. Er gibt mir erst dann etwas, wenn ich ihn besucht habe, weil er mich so vermisst, weil er mich so lieb hat. Und damit ich auch ja zu ihm kommen, will er mich sehen und will mich hören. Wisst ihr, ich glaube, es ist ein gutes Beispiel für Gott. Wenn du zu Jesus gekommen bist, gehören dir alle Verheißungen, es gehören dir alle Segnungen. Die gehören dir, du hast dieses Erbe bekommen. Und dennoch sagt Gott, aber weißt du was? Ich möchte, dass du es mir trotzdem sagst. Ich will es von dir hören. Ich will dir diese Sachen freisetzen und geben in der Beziehung mit mir, in der Gemeinschaft mit dir, im Gespräch, weil ich dich so lieb habe. Ich will dich hören, ich will dich sehen. Ich will wissen, ich will es von dir hören. Obwohl ich schon weiß, was du brauchst, ich will es von dir hören. Weil ich dich lieb habe, weil das bei uns so läuft in dieser Gemeinschaft. Jetzt kannst du. Deshalb heißt dieser zweite Punkt im Gebet, Segen freisetzen. Die Bibel sagt zum Beispiel, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Machen wir eins weiter. Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kund werden. Gott weiß alles, aber er will, dass wir es ihm sagen, weil er ein Vater ist, weil er uns gerne sieht, weil er uns hören möchte, weil er es von uns hören möchte. Und die letzte Stelle, Matthäus 7, 7-8. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Das, was da im Griechischen steht, ist die Verlaufsform. Also hier steht im Prinzip drin, hört nicht auf zu bitten, hört nicht auf zu suchen, hört nicht auf zu klopfen. Das sagt Gott. Und wenn er nicht aufhört damit, wird er euch geben.
Also das ist eine Sache, die Gott entschieden hat. Er hat entschieden und hat gesagt, euch gehört das ganze Erbe, aber ich will, dass ihr bei mir vorbeikommt. Ich will, dass ihr mit mir Gemeinschaft habt, dass ihr mit mir drüber sprecht und ich gebe es euch. So läuft es. So läuft es. Nicht, weil ich es als Pflichtding mache, sondern weil ich euch liebe. Ich will euch hören. Ich will euer Herz. Und die dritte Sache, die dritte Ebene, kannst du noch eine Folie weitermachen, ist in Partnerschaft mit Gott sein Reich bauen. Darüber hat Domingos gepredigt, beim letzten Mal, als er über Gebet gepredigt hat. Ich sage es nochmal ganz kurz. Das Prinzip, was dahinter steht, ist, dass Gott eine Entscheidung getroffen hat, den Menschen die Erde zu geben und ihm Autorität über die Erde zu geben. Und dass Gott den Menschen als Gegenüber geschaffen hat und er sich entschieden hat, dass er mit den Menschen zusammenarbeitet. Als Beispiel, Gott hat die Tiere geschaffen und dann sagt er, Adam, jetzt bist du dran, gib den Tieren den Namen. Das ist eine Partnerschaft. Und das ist ein ganz wichtiges Verständnis. Wenn Gott etwas in unserer Gemeinde bewegen will, in deiner Familie bewegen will, in der Schule bewegen will, wo du bist, auf der Arbeitsstelle oder in der Stadt, dann wird er nichts einfach machen und einfach tun. Dann wird er mit dir, mit mir, mit den Christen, mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Leute, ich bin überzeugt davon, wenn die Gemeinde, was die Stadt anbelangt, nicht mit Gott zusammenarbeitet, dann wird in der Stadt auch nichts passieren. Weil das ist sein Plan. Er sagt, ich will, aber ich habe mich entschieden, es mit euch zusammenzutun. Weil ich habe euch die Erde gegeben. Ich habe euch eingesetzt als Verwalter und ich nehme das ernst. Und das ist die dritte Ebene vom Gebet. Wichtig ist mir nur, und darum habe ich es auch so ein bisschen abgestuft dargestellt, das heißt nicht, dass das eine wichtiger ist und das andere nicht wichtiger ist. Ich finde es nur sehr merkwürdig, wenn man jetzt mit dem Letzten anfangen würde und sagt, ich bin Arbeiter und Gebet ist für mich nur Arbeit und ich mache das als Pflicht, weil das und das will ich erreichen. Ich glaube, es wird Gottes Herz verletzen. Ich glaube, Gott denkt anders und sagt, hey, zuallererst haben wir Gemeinschaft. Lass dich von meiner Liebe beschenken. Und in dieser Gemeinschaft will ich dich segnen, ich will dich ausrüsten. Und wenn das passiert, wenn wir gefüllt werden von der Liebe Gottes, dann kommen wir irgendwann drauf und sagen, Gott, aber da gibt es doch noch Leute, noch Menschen, die kennen dich noch gar nicht. Und Gott sagt, ja, und weißt du was? Ich will mit dir zusammenarbeiten, dass diese Menschen mich kennenlernen. Und dann kommt es zu diesem letzten Part, wo ich auf einmal anfange zu fragen, okay Gott, jetzt hast du mich beschenkt, du hast mich gesegnet, aber was willst du eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Und dann fängt an, Jesus seine Pläne zu offenbaren, was er vorhat mit deiner Arbeitsstelle, mit deiner Schule. Und Gott sagt, ich lade dich ein, mit mir zusammenzuarbeiten, mit mir zusammen im Gebet zu ringen. Und das ist für mich die Grundlage für Gebet. Und ich möchte euch total ermutigen, total einladen. Ich weiß nicht, was ihr schon erlebt habt mit Gebet. Vielleicht seid ihr enttäuscht worden. Vielleicht habt ihr sogar Festlegungen getroffen, habt gesagt, nee, ich mach das nicht mehr oder was auch immer. Oder das funktioniert sowieso nicht. Ich möchte euch einladen zu sagen, Gott, lass uns neu anfangen. Ich bring dir alles, was ich an Gebet, auch an Enttäuschung erfahren habe vor deinem Kreuz. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, lass uns neu anfangen. Und mir ist immer das noch im Kopf, was Joseph Hitchcock mal gesagt hat, als er hier war. Er hat gesagt, wenn du willst, dass sich in deinem Leben was verändert, aber du tust immer das Gleiche und erwartest, dass sich was verändert, dann ist das ziemlich komisch. Wenn du also willst, dass sich was verändert, dann musst du auch was anders tun. Ja, und das meine ich. Wenn du kannst heute hier rausgehen und kannst dir vornehmen und sagen, boah, ich möchte dich jetzt mehr beten, das war so eine tolle Predigt. Wenn du aber nichts anders machst, dann wird nicht mehr passieren. Wenn du aber herausgehst und sagst, ich entscheide mich, dann und dann, in dieser Zeit, vor Gott zu gehen und zu beten, dann wird sich was verändern. Weißt du, du musst jetzt nicht herausgehen und sagen, eine Stunde, keine Ahnung, wie ist der du betest. Wenn du bis jetzt nur 5 Minuten gebetet hast und sagst, seit einer Stunde, würde ich sagen, fang mal langsam an. Ja, dann sag mal 15 Minuten. Aber entscheide dich und sag, ich treffe die Entscheidung, die nächsten 2 Wochen, 15 Minuten jeden Tag mit dir zu verbringen. In 2 Wochen sehen wir uns wieder und dann werde ich weiter predigen. Ich ermutige euch, trefft eine Entscheidung. Amen.